Hallo Leute, herzlich willkommen bei Spreegeflüster, eurem Kanal ehrlich, frei und aus der Gegend. Wie versprochen war ich heute auf der Demo in Cottbus, habe dort einige interessante Interviewpartner gefunden, habe ein paar Stimmen eingefangen, ein paar Bilder aufgenommen. Ich würde sagen, seid gespannt, schaut es euch an und los geht's. Freiheitskämpfe können natürlich auch friedlich, wie die Wände es gezeigt haben, auch friedlich abgeben. Und genau das ist der Grund, weswegen wir hier stehen. Wir möchten einfach unsere Freiheit wieder zurückhaben. So, bei mir steht jetzt Horst. Horst, warum bist du hier? Ja, also das Anliegen ist ja ganz klar. Hier geht es doch eindeutig darum, dass wir diese Maßnahmen, die wahrscheinlich mit der neuen Regierung noch viel mehr verschärft werden, was entgegenzusetzen haben. Und da geht es eigentlich darum, die Folgen, die jetzt eingetreten sind infolge der Corona-Geschichte, unbedingt öffentlich zu machen, zur Sprache zu bringen und viele Menschen auch aufzuklären über die Dinge, die jetzt hier im Hintergrund schon laufen und nach einem richtigen Plan klingen. Und Horst, du siehst, es gibt Demos, es gibt Autokurses, es gibt Treffen von Gleichgesinnten. Was glaubst du, ist der richtige Weg, sich in diesen schwierigen Zeiten irgendwie zu verhalten, weiterzumachen und den Weg für sich zu finden? Ja, also erstmal ist diese öffentliche Wirksamkeit unbedingt notwendig in den verschiedensten Facetten. Du hast es ja schon ein bisschen erwähnt, was da möglich ist und in Zukunft auch immer mehr möglich gemacht werden muss, damit man erstens Gesicht zeigt und zweitens denen, die unentschieden sind oder die noch nicht viel darüber wissen, was ja so eigentlich abläuft, so einen kleinen Aha-Effekt haben und sagen, okay, da horche ich mal zu oder da gehe ich mal hin. Das ist die eine Sache. Und dann natürlich auch für das persönliche Ego, dass man sich im verbundenen Rahmen bewegt, also quasi unter Gleichgesinnten ein bisschen Kraft tankt, die ja ganz wichtig ist, weil ja ist ja ein ziemlicher psychologischer Druck auf uns drauf und den muss man ja auch selber erstmal aushalten, nicht nur für sich, eigentlich auch für seine Freunde oder Familie und je mehr man davon mitnehmen kann, umso besser fühlt man sich und quasi umso mehr kann man wieder Kraft tanken. Gut, danke Horst, will dich nicht weiter stören. Die Demos sind interessanten Redebeträgen gespickt. Vielen Dank, Horst. Ja, gerne, gerne. So, jetzt habe ich hier echte Prominenz, der Landtagsabgeordnete der AfD, Lars Schieske. Hallo Lars, warum bist du hier? Hallo, erstmal die Prominenz, gut, regional vielleicht, aber okay. Ich bin hier, weil ich ganz einfach das Grundgesetz verteidigen will. Ich möchte nicht, dass Menschen wieder in Gruppen eingeteilt werden. Das ist in unserer Geschichte schon öfters passiert und das darf nie wieder passieren. Sehr gut. Du siehst ja, es sind deutlich mehr Menschen hier bei der Demo als bei Vergleichbaren im Sommer. Was meinst du, woran liegt das? Ich glaube, das Maß ist voll. Das Maß ist einfach voll. Die Regierung hat es überzogen mit ihren Zwangsmaßnahmen. Es geht langsam an die Existenz der Menschen und das treibt sie jetzt auf die Straße. Was meinst du, bringen so eine Demos was? Wird sich was ändern? 1989, ich war 12 Jahre alt, meine Eltern sind zur Demo gegangen. Hat es was gebracht? Natürlich hat es was gebracht. Wir haben das System gestürzt und wir müssen auf die Straße, wir müssen den Druck erhöhen, wir müssen zeigen, dass wir mit dieser Politik nicht zufrieden sind. So sehe ich das persönlich auch und wenn ich hier sehe, wie sich das entwickelt, bin ich sehr guter Dinge, dass hier auf jeden Fall noch was passieren wird. Was meinst du, hat auch was diese Impfpflicht am Arbeitsplatz und die Testpflicht am Arbeitsplatz was damit zu tun? Ja, natürlich. 3G, 2G, es grenzt Menschen aus. Ich glaube, die Mehrzahl hat das jetzt mittlerweile auch erkannt. Und wir lassen da auch nicht locker und wir bleiben da dran, dass also diese Ausgrenzung von bestimmten Menschengruppen nicht zum Alltag gehören soll. Sehr gutes Statement. Danke, Lars. Bitteschön. So, jetzt haben wir wieder Prominenz vor Ort. Elmar Gerke, hallo. Ganz kurze Frage, Elmar, warum bist du hier? Was sagst du zu der ganzen Situation? Ja, erstmal herzlich willkommen an alle Zuschauer. Ja, warum bin ich hier in Cottbus? Weil ich das Thema Nein zur Impfpflicht ein ganz wichtiges Thema finde. Ich bin der Meinung, Impfen ist eine Privatentscheidung und jeder sollte über seinen Körper, seine körperliche Unversehrtheit selbst entscheiden können und nicht durch Zwang dazu gezwungen werden oder durch direkten oder indirekten Zwang. Wir hatten hier in Cottbus schon viele Demonstrationen, durchweg macht Bürger für Bürgerrechte und die AfD hier Demos. Im Sommer war es eher spärlich besucht, heute waren wieder eine Menge Menschen hier. Was glaubst du, warum kommen die Leute jetzt? Liegt es vielleicht an der Testpflicht auf Arbeit oder was meinst du, sind die Gründe? Also wir hatten ja im Sommer oder im Frühjahr und im Sommer die Situation, dass der Druck nicht so auf dem Kessel war. Ja, man hat ja also im Vorfeld der Bundestagswahlen
gewisse Sachen gelockert, teilweise die Grundrechte großzügigerweise wieder zurückgegeben. Die Leute durften wieder in Urlaub fahren, die durften wieder ins Restaurant, durften wieder in ein Fitnessstudio. Und dann, oh Wunder, nach der Bundestagswahl zieht man die Zügel an und verbietet alles im Verbotsland. Und das ist mit Sicherheit ein Grund, dass die Leute wieder auf die Straße gehen. Und ich finde das gut, dass Menschen wie 1989 auf die Straße gehen und ihre Meinung öffentlich sagen. Und nochmal danke an alle, die weiterhin in dieser Meinungsdiktatur so mutig sind und öffentlich zu ihrer Meinung stehen und eben diese auf der Straße äußern. Vielen Dank, Emma Gerke, dass du dir Zeit genommen hast. Weiter durchhalten ist die Devise. Wir sehen uns. Ciao. So, jetzt haben wir eine alte Bekannte, Viktoria, Premierengast, live vor Ort. Vicky, bist du zufrieden mit den Leuten, die hier sind? Ja, also wenn ich mich hier so umgucke, sind ja noch ein paar Minuten Zeit, bis es wirklich losgeht und sind auf jeden Fall mehr Leute als beim letzten Mal und ich denke, wir können zufrieden sein bisher. Was glaubst du, woran liegt das, dass jetzt auch immer die Leute kommen? Ja, vielleicht muss es erstmal so weit kommen, dass man halt wirklich so weit eingeschränkt wird, dass es jeder persönlich merkt und wirklich nicht mehr drumherum kommt und vielleicht muss es wirklich erstmal so weit kommen, dass die Leute wach werden und aufstehen. Gut, danke Vicky, du hast noch zu tun, ich lasse dich in Ruhe, bitte. So, habe ich wieder jemanden gefunden. Hallo, wer bist du und warum bist du hier? Mein Name ist Christian und ich bin hier, weil ich für meine Kinder, für meine Zukunft versuche, was zu bewirken und mich informieren möchte. Sehr schön. Du siehst, das sind jetzt auf jeden Fall mehr Menschen als bei den vorangegangenen Demos im Sommer. Was meinst du, woran liegt das? Ja, dass die Menschen das immer unbequemer gemacht bekommen, das Leben, und dass die Repressalien und die Diskriminierung immer größer wird. Gut. Und meinst du, wir sind auf dem richtigen Weg oder setzt du Hoffnung daran, dass solche Demos und sowas was verändern? Also meiner Meinung nach, ich bin von Anfang an auf der Straße und ich hoffe, dass wir das friedlich durch Demos, so wie es Larschiske gerade sagt, beenden können. Alles klar, danke Christian. So, jetzt habe ich wieder jemanden gefunden, der steht mir gegenüber, der Ramiro. Ramiro, warum bist du hier? Ja, um unsere Freiheit wieder einzufordern. Die Freiheit einzufordern geht nun mal nur von der Straße, weil politisch dort oben so viel in den gleichen Sumpf rumtreten, das geht nur von der Straße. Und bist du zufrieden mit den Leuten, die hier sind, von der Anzahl her? Es ist ein neuer Anfang, es ist wieder mehr. Zufrieden kann man nicht sein, weil es müssten normalerweise Hunderttausende hier sein. Ja, bis 100.000, vielleicht werden es nächste Woche so viel. Was meinst du, woran liegt das, dass jetzt auf einmal wieder mehr Menschen da sind im Vergleich zu den Demos im Sommer? Weil sie doch gemerkt haben, dass Bequemlichkeit und Couchpatriotismus nichts bringt, sondern man muss auf die Straße gehen. Jetzt merken sie es am eigenen Leibe, was für Repressalien auf uns zugekommen sind und noch zukommen werden. Und hoffentlich springt der Funke über. Gut, danke. Hier ist der Micha. Hallo Micha, warum bist du hier? Weil ich die ganze Scheiße mit den C-Regeln voll habe, weil ich das Gefühl habe, dass die Gesellschaft immer mehr gespalten wird, weil keine freie Berufsausübung mehr möglich ist. Die Leute müssen haben auch die Schnauze voll und nehmen ihre Überstunden, ihren Urlaub, weil sie sagen, ich lasse mich nicht zwingen, irgendetwas an Tests, an Impfungen vorzunehmen. Danke. Super, danke. So, jetzt habe ich hier den Frank. Frank, warum bist du hier? Ich bin hier, weil ich diese Corona-Maßnahmen nicht mehr mittragen kann und nicht mehr hören kann. Du hattest jetzt tatsächlich Corona gehabt, bist ungeimpft. War es schlimm? Nein, ich hatte nur erhöhte Temperatur von 37, noch was mehr war nicht. Ein bisschen Schnupfen jetzt im Nachhinein. Okay, klingt ja nicht so tödlich und wie ein Killer-Virus. Was glaubst du, warum sind jetzt mehr Leute hier als sonst? Ja, die Leute werden langsam ein bisschen wach und das Wetter passt heute auch. Ja. Ja gut, alles klar. Danke, Frank. So, jetzt haben wir hier die Iris. Ja? Hallo Iris, warum bist du hier? Ja, ich bin ganz einfach hier, damit der Corona-Wahn endlich ein Ende hat. Die Plandemie ein Ende hat, weil das ist doch nur noch Wahnsinn. Man kann es ja mit keinen Worten mehr ausdrücken. Sehr schön. Und glaubst du, das bringt was, Demos? Meinst du, das wird sich ändern oder meinst du, es werden mehr Leute? Was denkst du, was hat das für Auswirkungen, so eine Demo? Also eine Demonstration bringt immer irgendetwas. Und wenn es nur wenig ist, aber Gesicht zeigen in der Öffentlichkeit ist schon immer das Allerwichtigste gewesen. Das heißt, die Stadt weiß, es passiert was, es gibt eine Gegenwehr, der Widerstand ist da
Und das ist für mich das Allerwichtigste. Und ich denke schon, dass das was bringt. Ohne unseren Widerstand in den anderthalb Jahren oder fast zwei Jahre sind es ja jetzt, wären wir nie so weit, wie wir jetzt gekommen sind. Alles wird langsam öffentlich. Der ganze Lug und Trug dieser Politik, der ganze Wahn insgesamt wird langsam immer den Menschen immer mehr bewusst. Und ja, wir werden immer mehr. Erstaunlicherweise werden wir immer mehr. Und das ist wunderbar. Es war ja mal so eine Zeit lang, da über den Sommer speziell hat sich keiner so richtig dafür interessiert, auf Demos zu gehen. Da waren sehr wenige. Aber wenn ich jetzt über den Platz gucke, sieht das schon sehr gut gefüllt aus. Und wenn die Demo richtig läuft, denke ich mal, werden noch mehr Leute kommen. Was glaubst du, warum kommen die Leute jetzt? Liegt es an den Restriktionen, die sie jetzt auch auf Arbeit erfahren? Natürlich. Man hört es ja im Internet, ganz speziell über Telegram in den Chaträumen, dass die Arbeitnehmer in Streik gehen. Die lassen sich nicht testen, die lassen sich nicht spritzen, sondern die lassen sich krank schreiben oder nehmen Urlaub oder ihre Überstunden. Und das ist hervorragend. Vor allen Dingen die Testzentren sind überfüllt mit Ungeimpften. Jetzt erfahren die Ungeimpften endlich einmal, wie viele Gleichgesinnte es gibt. Das ist fantastisch. Die Regierung hat mit ihrem neuen Plan im Prinzip uns in die Hände gespielt. Und zwar im positiven Sinne. Immer mehr Ungeimpfte lernen sich kennen und wir werden immer mehr. Wir sind unheimlich viele. Und viele sind nicht an die Öffentlichkeit getreten, weil sie Angst hatten, dass sie ihre Arbeit verlieren. Aber jetzt, wo es darauf ankommt, jetzt zeigen sie ihr Gesicht und wir werden immer mehr. Ich finde das so toll. Ja, das, was Verschwörungstheoretiker schon vorausgesagt haben, dass es auch die Letzten am Arbeitsplatz treffen wird, ist wieder mal eingetreten. Und wir sehen, es muss erst an die eigenen Grenzen gehen. Ansonsten passiert nichts. Aber wenn ich hier den Platz sehe, bin ich guter Dinge, dass hier doch was passiert. Danke, Iris. Hast du noch was zu sagen? Ja, ich finde das toll, wie viele Leute hier schon sind. Und das werden bestimmt noch mehr. Einen schönen Tag wünsche ich uns. Super, danke. So, jetzt haben wir hier die Chefin von Bürger für Bürgerrechte, Monique. Bist du zufrieden mit den Leuten, die hier sind, mit der Veranstaltung? Ich bin sehr zufrieden. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass wir es endlich mal wieder schaffen, hunderte Leute auf die Straße zu bekommen, die endlich mal wieder Gesicht zeigen und es wieder so weit ist, dass sie die Schnauze voll haben. Leider Gottes muss man wiederum dazu sagen, jetzt wurden die ganzen Bonbons, die sie über den Sommer gekriegt haben, wieder weggenommen. Und jetzt merken sie, oh, ne, hier, Bürger für Bürgerrechte hat durchgezogen. Die hatten vielleicht doch recht, dass es alles nur kleine Leckerlis sind, um sie selber ruhig zu stellen. Du sagst gerade, die Leute haben das gemerkt. Was meinst du, was ist der Hauptgrund? Warum sind die Leute jetzt auch immer zahlreich erschienen und nicht so wie im Sommer, so eher zurückhaltend? Naja, wie gesagt, jetzt geht's an die Arbeit, nicht? Die Leute müssen sich testen lassen oder am besten sogar 2G sein. Und jetzt sagen die, oh, nee, wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt wieder Gesicht zeigen, wir müssen auf die Straße gehen. Es geht jetzt wieder an sie selber und deswegen sind die jetzt auch alle wieder da. Und morgen Autokorso, bist du der Meinung, da wird es genauso losgehen? Werden es mehr Leute sein als sonst? Also wenn ein Bruchteil von den Leuten kommt mit ihren Kfz-Fahrzeugen und am besten Diesel noch, ne? dann sind wir schon mega froh und stolz. Also dann könnten wir es wieder rocken und könnten der Lausitz zeigen, wie Widerstand funktioniert. Ja, eigentlich auch schade, dass aus der Stadtverordnetenversammlung keiner hier ist, keiner redet, außer du selbst. Weil es sind ja doch eine ganze Menge Cottbusser hier, die ein Anliegen haben. Kannst du verstehen, warum sich die Stadtführung hier niemals blicken lässt? Weil sie Angst hat. Die Stadtführung hat einfach Angst, ganz kurz und knapp. Gut, dann Monique, ich will ja nicht weiter stören, du hast doch viel zu tun. Autokurse morgen, 14:30 Uhr, viermal Cottbus. Vielen Dank, Monique. Danke. Natürlich hat wieder nichts mit nichts zu tun. Die Impfung ist sicher und der einzige Weg aus der schlimmsten Pandemie aller Zeiten. Wir werden tyrannisiert, wir werden unserer Freiheit beraubt, eingeschränkt, die Grundrechte werden uns entzogen. Wie lange wollt ihr ein krankes System noch stützen? Werdet endlich wach, steht auf und vor allem klärt auf. Wir sind normal denkende Menschen. Schön in großer weißer Schrift, Ungeimpfte unerwünscht. Tauscht die Wörter aus, dann wisst ihr, wo die Reise hingeht. Wir werden diskriminiert als Ungeimpfte und das lasse ich nicht zu. Auch gerade in dieser schweren Zeit, wo es in allen Sachen hapert, muss man versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen. Menschen schließen sich viel zu wenig zusammen. Dabei geht es doch über Parteigrenzen hinweg. Deswegen bitte ich euch, guckt in Zukunft nicht, wer welche Partei organisiert, sondern geht auf die Straße, verbündet euch. Oh, das ist der Grund, weswegen wir hier stehen. Wir möchten einfach unsere Freiheit wieder zurückhaben. Thank you.
Dank. Danke fürs Kommen und ich beende hiermit offiziell die Veranstaltung. So, nach der Demo nochmal ein kleiner Spaziergang über den abgebauten Weihnachtsmarkt und mal ein kleines Beispiel für diese Sinnlosigkeit der Maßnahmen. An dieser Stelle standen schon die ersten Buden. Hier sollte der Weihnachtsmarkt aufgebaut sein. Hier sind noch ein paar Restbuden und dann gehen wir mal 5 Meter weiter. Hier sind Glühweinbuden, die haben geöffnet. Hier ist ein Fahrgeschäft, das hat geöffnet. Und warum? Es gehört alles zu diesem Einkaufszentrum. Ja, infektionstechnisch kein Unterschied, finanztechnisch anscheinend ein ganz großer Unterschied. Hier darf man Glühwein verkaufen, auf dem Weihnachtsmarkt 20 Meter weiter nicht. Das war der Bericht zur Demo in Cottbus, nein zur Impfpflicht. Morgen werde ich versuchen, beim Autokurse dabei zu sein. Vielen Dank für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Team von Spreegeflüster.